Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Es handelt sich um Shelter 2. Ich habe vor, keine Ahnung, 4 Jahren schon mal Shelter 1 gespielt. Da hat man eine Dachsmutter gespielt und hatte Kinder, 5 glaube ich an der Zahl. Und die musste man dann durch die Wildnis umherstreifen. Und ich glaube seit 3 Jahren oder sowas gibt es jetzt auch Shelter 2. Ich wollte es damals auch schon spielen, aber es war mir irgendwie immer zu teuer. Und ich habe sogar ein DLC geschenkt bekommen. Ich habe dieses Mountains DLC. Das ist das einzige DLC, das dieses Spiel hat. Und das habe ich damals geschenkt bekommen vom Xyli. Und der wusste aber nicht, dass ich dafür auch das Hauptspiel brauchte. Und dann hatte ich jetzt irgendwie 3 Jahre lang dieses DLC in meinem Steam-Bibliothek drin. Aber konnte nicht spielen. Aber jetzt beim Summer Sale habe ich zugeschlagen, weil das Spiel dann nur 1 Euro irgendwas gekostet hat. Und ja, worum geht's in diesem Spiel? Ich glaube, wir gehen einfach mal rein. Dann werdet ihr schon sehen, um was es geht. Man spielt in diesem Spiel auf jeden Fall keine Dachsmutter, so wie bei Shelter 1, sondern eine Luchsmutter. Eine Luchsmutter. Ich glaube, man kriegt hier auch Kinder. Aber, oh. Mutter Luchs ist trächtig und sucht einen Bau, aber die Nacht ist kalt und furchterregend. Raubtiere haben ihre Witterung aufgenommen. Who knows? Okay, also wir sind eine trächtige Luchs. Ich werde so oft noch Lack sagen. Wir sind eine trächtige Luchsmutter, heißt, wir werden bald Kinder bekommen. Ich habe ja auch in einem Isaac-Part vor 2 Wochen oder so mal gefragt, wer mein Kind sein möchte. Da haben sich auf jeden Fall einige Leute gemeldet. Ich habe jetzt, 8 Namen habe ich. Ich hoffe mal, wir haben nicht mehr als 8 Kinder, weil sonst gehen mir die Namen aus. Aber ich glaube, das sollte passen. So, da sind wir. Wir sind eine kleine Lachsmutter. Die Steuerung ist sehr komisch. Wir sind hier gleich in der Tundra und bei krassen Windsturm und Schnee und überhaupt. Und ja, wir sind trächtig, deswegen laufen wir wohl so ein bisschen komisch und unser Bauch ist auch ganz schön dick. Und wir brauchen jetzt erstmal einen Unterschlupf, damit wir nicht verunterkühlen. Left Trigger und A für eine Sprungattacke, oder was? Huch. Ah ja, ja, funktioniert. Oh nö, die Wölfe, sie greifen mich alle an, bitte nicht. Okay, ich kann auch laufen, da oben ist ein Wolf, das ist ein bisschen... Oh Gott, verfolgt er mich jetzt? Ne, der verfolgt mich jetzt aber nicht wirklich. In diesem Spiel kann man natürlich auch sterben. Beim ersten Spiel war es so, dass die Kinder nacheinander mehr oder weniger gestorben sind, wenn man sich nicht richtig um die gekümmert hat. Und diese fiesen Wölfe sind jetzt schon auf unserer Spur gekommen hier, die haben die Witterung aufgenommen, deswegen müssen wir ganz schnell weglaufen und irgendeinen Unterschlupf finden. Oh Gott, hier ist Wasser. Wieso ist in so einem krassen Sturm noch so viel Wasser? Okay, da kommen sie niemals rüber. Verfolgen die mich noch? Oh, die verfolgen mich ja wirklich. Oh Gott, was soll das denn? Da, ein Häschen. Aber ich kann doch jetzt nicht selber auf die Jagd gehen. Ich habe euch übrigens ein bisschen schlau gemacht, wo... Oh, wir können auch klettern. Wo Luchse so... Luchs. Tja, Wölfe können da nämlich nicht hochspringen. Das können nur Luchse. Die Luchse sind so ungefähr... in der Mitte der Nahrungskette. Heißt, klar, die haben auch... Tiere unter sich, wie zum Beispiel diesen kleinen Hasen, den wir da gesehen haben, oder kleine Muise und sowas fressen die, glaube ich. Aber, wie wir auch gerade gesehen haben, sind auch andere Tiere über denen in der Nahrungskette, wie zum Beispiel ein Hai. In dieser Nacht haben die Sterne zu Mutter Luchs geflüstert. Was haben sie denn gesagt? Da sind die Sterne, guckt ihr das an. Ja, anscheinend essen Wölfe im Rudel. Das ist übrigens super schlau von Wölfen, dass sie einfach im Rudel jagen. Aber anscheinend essen Wölfe Luchse auf. Und ich glaube auch große Greifvögel essen auch Luchse. Bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube Bären und sowas sind auch natürliche Feinde vom Luchs. Und ich bin mir fast sicher, ein Luchs ist ein Einzelgänger, oder? Wenn ich das hier so sehe. Achso, wir können auch laufen. Hallöchen, kleine Sterne. Zeigt ihr mir meinen nächsten Unterschlupf? Ist das jetzt so wie bei... der Story mit Jesus und Maria und Josef, dass ich jetzt, dass die Sterne mir den Weg zeigen und mich in einen Bauernhof bringen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist diese Welt auch sehr viel größer als bei Shelter 1. Hat nur eine Metakritik von 58, by the way. Von 100. Aber sehr gute Bewertungen bei Steam bekommen und ja, wie gesagt, ich fand auch den ersten Teil schon geil. Wieso sollte der zweite nicht geil sein? Die Welt ist, wie gesagt, sehr viel größer. Es gibt noch einen Überlebensmodus, den habe ich jetzt allerdings nicht an. Ich habe den klassischen Modus an. Denn beim Überlebensmodus, da ist das dann auch noch so, dass die Wildtiere, die man fressen kann, also die Beutetiere besser gesagt, die verändern ihren Standpunkt, je nachdem, was für eine Jahreszeit man hat. Und die gehen auch von deinem eigenen Standpunkt aus weg,
weil die dich irgendwie riechen und natürlich nicht gefressen werden wollen. Das ist im klassischen Modus alles nicht so. Heißt, der klassische Modus ist sehr viel angenehmer zu spielen. Und beim ersten Mal haben die gesagt, ja, spiel lieber den klassischen Modus, der Überlebensmodus scheint ein bisschen zu schwer zu sein. So, da haben wir jetzt unsere Unterschlupf gefunden. Und den Bau, wie man in Fachkreisen sagt. Und da können wir jetzt unsere Kinder gebären. Bin mir nicht sicher, ob Luchse, ja, Augen, tatsächlich nach der Paarung sich verlassen, dass dann die Frau das halt alles alleine machen muss mit der Kinderpflege und so und Kinder großziehen. Aber in unserem Fall ist das anscheinend so. Kann aber sein, dass das auch in der Natur wirklich so ist. Gibt ja einige Tier. Oh, guck mal, wie süß die sind. Okay, wir haben wie viele? 3? Vielleicht sind es 4. Ich sehe 4. Ich sehe 4 kleine Kinder. Und die sind auch noch... Oh, wie knuffig! Oh. Ja, Mama Dizzy, passt auf euch auf, ihr kleinen süßen Fritzchen. Oh, die schnurren. Sind Luchse etwa Katzen? Schon irgendwie, ne? Eine Großkatze. Okay. Wie, die haben einfach einen Namen bekommen? Nee. Ach, man kann die tatsächlich umbenennen? Oh, wie gut ist das denn? Okay, wait. Wir können uns selber nicht umbenennen. Okay, das ist doof, aber wir können zumindest unsere Kinder umbenennen. So, der Weiße. Jetzt ist die Frage, wer passt denn da am besten zu? Ich würde sagen, zum Weißen passt am besten die Yuki. Der Rote ist natürlich der Jay. Dunkel nehmen wir den Anpu. Und der Kleine, die schlafen alle. Der Kleine hier, der hier schläft. Ach, hier sieht man die Maus gar nicht, egal. Das wird Nicole. Nikoru. So, haben wir auch noch zwei Weibchen, zwei Männchen. Passt doch. Schön. Schade, dass ich mich selbst nicht umbenennen kann. Das wäre noch cool, dass ich nicht Inna heiße, sondern Dizzy. Das finde ich ja mega cool, dass man seine Kinder auch benennen kann. Also so richtig benennen kann. Muss ich mir nicht mal merken, wer ja welche Farbe hat. Ich glaube, das wird auch so angezeigt, oder? Sie wagt sich in die große, weite Welt. Ein Land voller Beute, um ihre hungernden Familie zu füttern, die noch nicht kräftig genug ist, um ihren warmen Bau zu verlassen. Denn weil du nicht lieben kannst im Untergrund, in Einsamkeit und Dämmerung, hat die Dunkelheit dich rundherum Pech den Griff und du verlierst. Da hinten ist eine Sonne. Okay, also wir müssen jetzt auf jeden Fall... Miau, 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 miau. Ja, Mama kümmert sich um euch. Alles cool. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer ist, von der Farbe her. Die Maus hier so süß rum. Okay, ich muss mal ganz kurz die Namen aufschreiben. So, also Rot war auf jeden Fall Jay. Ich glaube, Anpu war der Dunkle. Nicole war auch dieses Helldunkel. Und Yuki war Weiß, ne? Okay, alles klärchen. Damit ich das drauf habe für später. Ich muss ja die Namen meiner Kinder wissen. Okay, also die haben anscheinend Hunger und denen ist aber zu kalt. Ja, ist okay, meine kleinen Kinder. Ich suche euch irgendwas. Denen ist zu kalt, wenn sie hier rausgehen. Das ist halt die Kacke in der Tundra. Da, ich habe was gehört. Habt ihr das auch gehört? Irgendwo weit. Da hinten ist ein Häschen. Du kleines Häschen, kommst sofort her. Ich sehe dich doch. Dich schnapp ich mir. Komm her, du blödes. Ja, hab ich dich. Nom, nom, nom. Okay, ich glaube, unten links ist unsere Energieanzeige. Das heißt, wenn wir zu viel laufen... Dann geht die auch schneller weg. Keine Ahnung, ob die sich regeneriert oder ob sie sich nur regeneriert, wenn man schläft. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur gehen, ne? Hier, ich habe ein Häschen für euch gefangen. Bitteschön. Ja, fresst meine Kleinen. Oh. Haben die schon so gute Zähne? Ja, jetzt sind sie alle immer noch Hunger. Das war ein ganzes Häschen für alle von euch. Jo. Kriegt den Mund nicht voll, oder was? Also so richtig erklärt wurde mir jetzt nichts. Es ist Winter. Schön. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Okay, also es gibt anscheinend auch noch sammelbare Gegenstände, zum Beispiel ein UFO. Oder was soll das sein, dieses 0 von 15 da? Und ganz viele Blätter, das sind alles Blätter. Ach, das hier ist das DLC, da oben waren Berge. Okay, also das ist einfach nur sammelbares Zeug. Interessant. Hätten wir ja wenigstens irgendwas erklären können. Ah, das ist, glaube ich, die Karte, wo wir sind. Keine Ahnung, ob wir irgendwie noch selbst essen können oder sowas. Da hinten ist... Hier sind überall solche... Wie läuft man denn nochmal? Ah, lol! Man hat hier so einen Luchsblick quasi. Habt ihr gesehen? Ich kann hier das anmachen. Und dann sehe ich, wo Häschen sind. Da hinten ist auch ein Häschen, in Rot gefärbt. Das ist ja cool.
Das gefällt mir. Dieser Luchsblick, nenne ich den jetzt einfach mal, oder dieser Jagdblick, der wird nämlich im Überlebensmodus auch ganz viel Energie kosten. Und ich merke gerade schon, wir werden auch ein bisschen energieloser. Ich glaube, wir müssen bald mal schlafen, wenn ich das so richtig sehe. Hier so richtig raus habe ich die Steuerung noch nicht. Hier, bitteschön. Ja, das schmeckt lecker, ne? Nom nom nom. Junge, wie viel wollt ihr denn essen? Zwei riesengroße Häschen habe ich euch gebracht. Und ihr seid immer noch nicht satt. Das kann doch nicht euer Ernst sein. So, ich will jetzt gerne schlafen. Ihr kleinen Racker. Ah, ich kann die sogar... Guck mal, ich kann die sogar rufen. Dann folgen die mir wahrscheinlich irgendwann. Und er hat sich gerade hingelegt, als ich hier einfach drin geblieben bin. Mama braucht ein bisschen Ruhe. So. Okay, so richtig an die Hand genommen wird man die aber nicht, muss ich sagen. Ich finde den Grafikstil recht schön. Bisher ist auch noch nicht so viel los. Ich glaube, die richtige Action beginnt erst. Häschen! Ganz viele Häschen. Was? Da eine Maus ist ja auch noch, aber wir wollen natürlich die großen Hasen haben. Die sind zwar ein bisschen schwerer zu jagen. Nee, obwohl, weiß ich gar nicht. Sind die schwerer zu jagen? Ich meine, die sind größer. Vielleicht sind die einfacher zu jagen. Sie sind zwar auch ein bisschen schneller, glaube ich, als die Mäuse. Aber an sich haben wir gleich keine Energie mehr. Ist halt kacke. Ja, bitteschön. Noch ein Häschen für euch. Fresst, meine Kleinen, damit ihr groß und stark werdet und endlich mal... Na endlich, aus der Höhle rauskommen könnt. So, meine Kleinen. Dann... Yugi, Nicole, Anpu und Jay, kommt mal alle mit. Ich habe eine Maus gehört. Wo ist diese Maus, hä? Hat die Maus einfach unseren Bau eingenommen? Tja, ich weiß jetzt nicht, was genau wir machen sollen, Leute. Aber kriegen wir schon hin. Ich kann die auf jeden Fall rufen. Ja. Und dann antworten die auch alle. Miau, miau. Süß. Beim ersten Shelter war das noch so, dass man einfach nur... Leute, ihr sollt da nicht stehen bleiben, ihr sollt schon folgen. Okay, also ich kann die an dem Ort lassen, wo sie stehen. Damit die nicht so viel... Da ist auch irgendwas, das schnapp ich mir. Die kleine Maus, die schnapp ich mir. Kann ich die selber fressen? Irgendwie? Ich würde die gern selber fressen. Sorry Leute, ich würde gern... Oh, die wollen das alle haben. Ah, ich glaube, man kann nämlich auch sagen, wer das genau bekommen soll. Yuki, du bekommst das diesmal. Bitteschön. Ja, das schmeckt gut, ne? Okay, jetzt hat Yuki einmal bekommen. Das müssen wir uns merken. Nicht, dass Yuki dann am Ende richtig fett wird und alle anderen gar nichts bekommen und einfach verhungern. Das wäre nämlich richtig sad. Ich raff das mit der Energie leider noch nicht. Wann genau wir da jetzt mehr Energie bekommen und wann nicht. Es hat sich ein bisschen aufgefüllt, aber ich weiß halt nicht, warum. Und ich weiß auch nicht, wo wir überhaupt hin sollen. Allgemein wäre im Wald natürlich mehr los, oder? Komm, wir laufen mal in den Wald, beziehungsweise holen nochmal hier auf den Weg zum Wald ein kleines Häschen. Sind hallo, kleine Leutchen, seid ihr alle da? Okay, wer will das Häschen haben, hä? Jay? Ja, Jay freut sich richtig krass. Hier, Jay, kriegst du. Oh, ach, das teilen die sich sogar. Okay, wer hat das jetzt bekommen? Jay und... Ist das Anpu? Ich glaube, Anpu hat gefressen. Wer ist denn dieses helle... Das ist... Warte, das ist Nicole hier? Die hier vorne? Die etwas gelbliche? Ich glaube schon. Okay, das heißt, der Einzige, der noch nichts zu essen bekommen hat, ist... Anpu. Okay, also für Anpu... Nee, kommt ruhig mit, meine Kinder. Ihr müsst nicht mit jagen kommen, aber ihr solltet schon mitkommen hier. Da habe ich doch was gesehen. Bleibt mal alle da. Da müssen wir natürlich auch drauf achten als Mutter, dass wir... unsere Kinder nicht allzu lange allein lassen. Wo ist der denn jetzt hin? Hallo? Kleines Häschen? Wieso seid ihr mir alle gefolgt? Ich wollte euch doch was Leckeres zu essen. Anpu braucht noch was zu essen, jetzt ohne Witz. Wenn Anpu nichts zu essen bekommt, dann sieht das schlecht aus um sein Leben. Aber ich finde schön, dass wir hier nur in Anführungszeichen, vier Kinder haben. Dann sterben vielleicht nicht so viele. In Shelter 1 war das nämlich tatsächlich noch so, dass man halt 5 hatte. So. Anpu, du kriegst hier ein richtig schönes, dunkles Häschen, wenn ich ihn gleich hab. Njam! So, Anpu, komm her. Anpu, ja. So, wer von euch ist Anpu? Anpu war der Dunkle. Ja, das teilen sich ja auch wieder zwei. Gut, also Nicole hat jetzt ein bisschen mehr zu essen bekommen, aber das passt schon. Nicole wird jetzt richtig fett. Ihre eine Eule. Da hinten geht's zu den Bergen. Das ist, glaube ich, DLC-Gebiet.
Die Sonne geht auch langsam unter. Ich würde sagen, wir gehen einfach in den Wald, oder? Hm, weiß ich noch nicht, ob ich das so gut finde, dass hier die Welt Open World ist. Bei Shelter 1 war das doch alles sehr linear und man musste einfach... Nö. Was? Leute, alle verstecken. Leute, alle verstecken. Alle bitte mal in den Wald. Hallo, da war ein Greifvogel. Alle da? Hallo, Leute? 1, 2, 3, 4. Okay, alle da. Ich hoffe, wir sind hier sicher. Yo, nein, hallo! Du kannst doch nicht mein... No. Ey, du lässt mein Kind in Ruhe. Fick dich! Du Scheißding. Yo, hätte fast Anpu gefressen. Was ist das, eine Riesenmöwe oder was? Alter! Ja, fressen ihn alle auf. Dieses Scheißteil. Kann ich eigentlich mitfressen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir den jetzt erlegt und der wird jetzt irgendwo angezeigt. Da war doch eine Maus. Die schnappe ich mir doch glatt. Das ist doch richtig assig mit denen. Ja, hier. Nimmt einfach irgendwer, wer jetzt schnellstes kommt. Jay hat ihn bekommen. Alles klärchen. Das ist ja richtig assig mit den Greifvögeln. Ich weiß auch nicht, was das für ein Greifvogel war. Das sah halt wirklich aus einfach wie eine Möwe. Hab richtig den Schrecken bekommen. Ich höre eine Möwe, aber ein Uhu. Aber Uhus tun einen nix, oder? Hoffe mal nicht. Muss man hier wirklich vor allen möglichen Scheiß aufpassen? Also zu den Bergen will ich auf jeden Fall nicht. Wir gehen jetzt wirklich mal in den Wald. Fressen. Okay, also die Energie, die man hat, die wird tatsächlich aufgeladen, wenn sie zu niedrig ist. Ich wüsste halt gern noch, wie ich selber esse, aber anscheinend darf ich nicht selber essen. So, bitteschön, Nicole und... Schon wieder Jay? Jay wird auch wieder richtig fett, aber ich glaube, Jay trainiert auch viel. Ich meine, das ist ein kräftiger Kerl. Der muss viel essen. So, kommt alle mit, meine Kleinen. Mitkommen, habe ich gesagt. Sehr gut. Wir machen jetzt einen super kleinen und super dullen, vor allem, und super spaßigen Ausflug in den Wald und suchen uns vielleicht einen neuen Bau. Bin mir noch nicht so sicher. So, hier, ich lege das einfach mal ab. Ihr könnt essen, wenn ihr Bock habt. Ganz schön langsam, die Kleinen. Okay, das waren Anpu und Nicole, wenn ich das richtig sehe. Yuki hat jetzt halt lange nichts mehr zu essen bekommen, ne? Aber solange sie nicht rummeckert, ich glaube, Yuki braucht doch nicht so viel. Das passt schon, Yuki, oder? Ja, das passt schon. Ich will nicht am Ende hören, ich bin eine schlechte Luchsmutter, ja? Wir gehen jetzt auf jeden Fall Richtung Wald. Eventuell ist da ein neuer Bau für uns. Da meckert schon wieder jemand rum. Irgendjemand hat Hunger von den Kleinen. Wir müssen mal drauf achten, wer da rummeckert. Wer von euch meckert, hä? Oh, hier passiert irgendwas. Oh nein, was passiert? Hä? Oh, neuer Bau oder was? Ne, die Nacht tritt ein, oh. Ja, dann gute Nacht, würde ich sagen. Irgendeiner hatte Hunger. Irgendeiner hat noch rumgemauzt. Ich glaube, das war Yuki. Hat doch nicht genug zu essen bekommen, hä? Ah, alle gut geschlafen? Nee, alle haben wieder Hunger. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir genau da, wo wir auch eben waren? Ich bin mir nicht sicher. Einfach in der Wildnis hier geschlafen. Weiß nicht, ob das so gut war. Da ist irgendwas auf dem Baum drauf. Ob das wieder ein Raubvogel ist? Seht ihr das? Da oben ist ein Uhu oder so. Auf jeden Fall eine Eule. Eine Eule. Ah, und die hat da ein Nest. Wir können das Nest, glaube ich, irgendwie holen. Die Eule ist natürlich oben drauf, aber die tut uns schon nichts, oder? Komm runter, du scheiß Nest. Oben ist zwar die Eule, aber... Da, so, jetzt wird gefressen. Oh, ja, lecker Eier. Guck, da lernt man noch neue Sachen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Luchse auch Eier fressen. Richtig assig, während die Eule da oben ist. Ist die jetzt weggeflogen? Ja, juckt die nicht. Oh, ein Luchs hat meine Eier gefressen. Tja, na gut, dann ist das halt so. Sagt sie sich. Ha, ein Blumen haben wir auch eingesammelt. Na, wenn das nichts ist. Also Luchse sammeln ganz offensichtlich auch Blumen. Warte, sind die? Die Bäume da hinten sind anders gefärbt. Das gucken wir uns mal an. So, wer von euch hat Hunger? Mal kurz achten. Wer mauzt? Er hier hat auf jeden Fall sehr viel Hunger. Ich will auf jeden Fall auch mitessen. So, das ist heute mal für mich. Dann bin ich ein bisschen mehr... So, den Rest könnt ihr haben. Ein bisschen angefressen und dann kommt der Rest. Lol, die sind sogar blutverschmiert, wenn sie essen. Yo, was geht denn jetzt ab? Voll brutal. Oh mein Gott, hier sind richtig viele Vögel. Aber die sind alle nicht böse, oder? Ich glaube nicht. Wer hat da schon wieder Hunger? Immer alle nur am Rummeckern hier. Alle immer nur am Rummeckern.
So. Hier, wer zuerst kommt, darf essen. Hm, meint ihr, man kann schwimmen? Ich meine, die Bäume da drüben? Ja, doch, die sind so komisch rot gefärbt, so ein bisschen zumindest. Okay, das ist wirklich sehr open-worldig. Man weiß nicht so richtig, wo man hin muss. Bin mir ziemlich sicher, dass die Kinder auch alle verhungern können, wenn die zu wenig zu essen bekommen. Heißt, wenn die zu viel mauzen, ist das nicht gut. Oh, guck mal, der eine. Oh, die laufen da alle schon los. Ach, da ist einfach ein Nest. Ja, lell. Gut entdeckt, meine Kleinen. Gut entdeckt. Könnt ihr alle von essen. Ah, Neste sind natürlich dann mega gut. Da essen nämlich alle von. Aber trotzdem alle noch Hunger. Meint ihr, man kann mit jedem Baum so komisch hantieren? Meint ihr, man kann hier rübergehen? Kinder, bleibt mal ganz kurz hier. Nein, nicht mitkommen. Alle einmal trinken, Leute. Trinken ist wichtig. 2 Liter mindestens am Tag. Leute? Wollt ihr nicht trinken? Aber anscheinend können wir hier rüber. Habt ihr gut entdeckt, meine Kleinen, dass man hier rübergehen kann. Super. Guck mal. So langsam. Warte, fehlt da nicht einer? Wo geht ihr hin? Kinder? Kinder? Hallo? Ihr könnt nicht einfach... Ah. Ihr könnt nicht einfach nach vorne laufen, nur weil hier ein Nest ist. Ihr wisst nie, was für Gefahren hier lauern. Und wieso fehlt einer? Da ist er. Der Jay. Der Jay kommt nicht hinterher. Aber warum nicht, Jay? Was ist los mit dir? Mann, ihr könnt nicht einfach zum nächstbesten Nest hinlaufen. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Ich weiß, die Natur ist atemberaubend schön und schmeckt lecker. Leute, ihr könnt nicht einfach... Hallo? Ihr habt doch schon gesehen, dass es einen blöden Greifvogel hier gibt. Die Natur ist rau und gnadenlos. Sie ist scary as hell. Ihr könnt nicht einfach tun und lassen, was ihr wollt. Ihr müsst schon ein bisschen auf eure Mutter hören, die hier schon seit 2 Jahren am Rumleben ist, ja? Ich meine, ich bewundere eure Jagdfähigkeit, dass ihr so hier einfach die Nester von anderen Tieren plündert. Aber dass ihr da so blindlings drauf loslauft, das finde ich nicht so gut, Leute. Das ist echt nicht so gut. Dann muss ich nämlich auf euch aufpassen. Noch mehr, als ich eigentlich will. Wo lauft ihr jetzt schon wieder hin? Folgt ihr mir wenigstens? Ja, Mama braucht jetzt auch mal was zu essen. Ihr habt so viel jetzt gegessen. Ich brauche jetzt auch mal wieder was. Mom. Ja, nein. Leute, ihr könnt mir nicht alles wegfressen. Mama braucht auch mal was. So, den Rest könnt ihr haben. Hä? Schnauzen sie sich sogar an? Seid ihr etwa Fressfeinde? Nee, wie nennt man das? Fressneidisch? Oh, ist die in seinen Bau reingegangen. Kann man diese Baue auch irgendwie aufbuddeln? Das fände ich witzig. Leider nicht. Na gut. Tja, ich habe halt irgendwie leider kein Ziel. Ich würde sagen, das war's dann mit der ersten Folge. Wir haben 1,5 Tage überlebt, haben einen Greifvogelangriff auch überlebt, zum Glück, ne, Anpu? Aber schön, dass man hier seine Kinder noch retten kann nach einem Greifvogelangriff. Ich glaube, bei Shelter 1 war das auch noch anders. Wenn da der Greifvogel ankam, dann warst du einfach tot. Oh. Habe ich da eine Feder gesehen? Gibt es hier etwa böse Greifvögel? Was ist hier los, hä? Kann man auf jeden Fall einsammeln. Ich glaube, ich muss mich nochmal schlau machen, was genau man in diesem Spiel machen kann. Das war's dann aber erstmal mit der ersten Folge, würde ich sagen. Kommt da noch was runter? Nest oder so? Ja. So, und mit dieser schönen, mit diesem schönen Omelette als Mahlzeit, wo ist der vierte hin? Alle da? Nee, doch, alle da, okay. Ich weiß auch noch nicht, wie man so richtig einen Bau einfach bauen kann. Irgendwie geht das. Man kann verschiedene Bäuche haben. Aber ich weiß leider nicht, wie. Ja, muss ich mich mal schlau machen. Das war's dann auf jeden Fall mit der ersten Folge. Ich hoffe, ich war bisher eine gute Luxmutter. Ihr wart auf jeden Fall ganz tolle Kinder. Auf jeden Fall die meiste Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.